nun für Rake bestimmt wurde, habe ich jetzt nun ihn auch ausgewählt und ich habe dann auch gespeichert. Ich wähle den Vampir. Was? Dann ist es beschlossen. Ray, bitte pass gut auf sie auf. Was denkst du eigentlich, wer du bist, mich jetzt deinen Partner auszuwählen? Er scheint verärgert darüber zu sein. Dummer Zombie. Warum sollte ich? Freut mich, dich kennenzulernen. Er dreht sich einfach weg. Das ist nicht gerade sehr freundlich. Nun, da du deinen Partner ausgewählt hast, hoffe ich, dass ihr beide in der Schule gut zusammenarbeiten werdet. Oh, okay. Ich warf einen Blick zu dem Jungen, der jetzt mein Partner war, und legte eine Hand auf meine Brust. Mein Campusleben wird endlich losgehen. Ich habe ein wenig Angst, ob ich es schaffe, mit allen gut auszukommen, aber ich bin trotz des Einwands meiner Großmutter hergekommen. Also kann ich mich nicht nur beschweren, wo ich gerade an sie dachte. Ich erinnere mich plötzlich, was Großmutter zu mir sagte, bevor ich ging. Was hatte sie damit nur gemeint? Das nicht, Sisi. Du darfst nicht in... Was? Was ist das? Ich konnte es kaum hören, was sie sagte, da sie immer kleiner und kleiner in der Entfernung wurde. Aber ihre Stimme wurde vom Wind davongetragen und ich konnte ihre Worte nicht ganz verstehen. Bitte, Sisi, ich bitte dich. Großmutters Hut wurde vom Wind davongetragen. Bitte, lass niemand in dein Herz ein. Du darfst dich nicht verlieben. Wow. Skelett. Episode 1. Unbekanntes Gefühl. Ich wählte den Vampir Ray als meinen Partner aus. Sobald er mich gehört hatte, runzelte er seine Stirn und schnalzte mit seiner Zunge. Ein Unterklasse-Zombie. Du bist mutig. Was? Dir muss es an gesundem Verstand mangeln, da du in einer anderen abgeschirmten Welt gelebt hast. Wie wäre es, wenn ich dir was beibringe? Der Preis dafür ist dein Leben. Mein Leben wird so schnell vorbei sein? Gerade als ich nicht mehr anders konnte als zittern, erhob Erika ihre Stimme, um mich zu beschützen. Stopp! Wenn du noch etwas sagst, dann werde ich sauer. Und wenn du sauer wirst, willst du dann einen Streit mit mir anfangen? Bevor ich versuche, an deinen gesunden Verstand zu appellieren, bitte denkt über die Regeln dieser Schule nach. Die Diskriminierung der Rassen ist verboten. Das heißt, du darfst niemanden umbringen oder fressen. Wenn du die Regeln brichst, bist du raus. Oder? Dum, dum, dum. Ein schlauer Vampir wie du wird doch nicht so etwas Dummes tun, oder? Du dachtest, du hast die Oberhand. Deswegen? Ha, langweilig. Oh. Er sah nicht so aus, als würde er weitermachen. Und er wurde still. Erika, kein Streit. Das hatte ich auch nicht vor. Zuerst einmal hat er angefangen. Er hat versucht, Sisi anzugreifen. Habt ihr das nicht gesehen? Das ist egal, aber diese Atmosphäre... Wow, ist egal, ob er mich angreift. Genau wie Shiba gesagt hatte, die Stimmung im Klassenraum war schlecht. Irgendwie schien Ida diese Situation nicht zu trauen. Was ist mit dem Preis, den seine Majestät Ray vorhin erwähnte? Ist das ein Zombie?
Ich glaube schon, unmöglich. Ich bin eifersüchtig. Sie ist nur ein Zombie, aber ist so schön. Oh, wenn seine Majestät Vale doch nur zu mir gesagt hätte. Das nur zu mir gesagt hätte. Seine Majestät Ray? Ich fragte mich, warum alle Klassenkameraden ihn so nannten und legte meinen Kopf schief. Und warfen mir böse Blicke zu. Oh, wie nett. Sissy, kümmere dich nicht um diese dummen Mädchen. Hey, Erika, wir können das hören. Oh, ich wollte, dass sie das hört. Ups. Was? Denkst du nicht, dass es gemein ist, uns dumm zu nennen? Warum bist du so nett zum Zombie? Die Mädchen riefen und waren sauer auf Erika, aber diese beschloss, sie einfach zu ignorieren. Mädchen machen mir Angst. Es scheint, dass das der Beginn meines schrecklichen Lebens auf diesem Campus ist. Wenn ich nur mit Ray klarkomme. Ich warf einen starren Blick zu Ray, welcher eben neben mir saß. Aber unsere Blicke trafen sich nicht einmal, bis der Unterricht vorbei war. Ja, gut, man wird ignoriert. Bumm. Was? Sobald der Unterricht zu Ende war, nahm Ray seine Tasche und stand auf. Geht er? Ray, warte! Ray, kannst du eine Minute warten? Bevor ich ihm folgen konnte, rief der Lehrer ihn schon. Auf was? Bevor du gehst, bitte zeige Sissy den Campus. Warum ich? Du bist auserwählt worden, um Sissys Partner zu sein. Bestehst du darauf, eine schöne Lady, die um deine Hilfe bittet, zurückzuweisen? Da ihm nicht erlaubt wurde, es abzulehnen, schnalzte Vale mit seiner Zunge. Hey, du. Oh, ja. Folge mir, jetzt, beeil dich. Warte. Ich eilte Ray hinterher, der schon vorgegangen war. Dann führte er mich kurz herum. Er nannte mir praktisch nur die Namen der Gebäude und ging dann zum nächsten. Ich war so darauf konzentriert, mit ihm mitzuhalten, dass ich mir kaum etwas merken konnte. Davon abgesehen, ist das seine Majestät Ray? Ich möchte, dass er mich auch beißt. Hey du, geh weg von hier, oder ich bring dich um. Oh, verdammt. Sobald die Schüler Ray sahen, machten sie Platz für ihn. Die Schüler sahen ihn ängstlich an. Die Schülerinnen sahen ihn mit Schrecken und Leidenschaft zugleich an. Und mich, die ihm folgte, beugten sie mit neugierigen Eifersucht und beleidigenden Blicken. Es gibt keine Diskriminierung der Ränge auf dem Campus. Endlich begriff ich, dass es eine Lüge war. Nach all dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist es schwer zu glauben, was der Lehrer gesagt hat. Sie sehen uns mit anderen Augen, nur weil Ray ein Vampir ist und ich ein Zombie. Ist sein Rang wirklich so hoch? Was? Hä? Du hast mich angesehen, als ob du etwas sagen wolltest. Sag schon, was du sagen willst. Ich habe nichts Besonderes zu... Es ist nur, als ich gesehen habe, wie sie dir alle Platz gemacht haben, da dachte ich, es muss schön sein, ein Vampir zu sein. Natürlich. Ich bin der Zweite von oben im Rangsystem. Der Zweite. Der Erste ist Meerjungfrauen? Ja, aber da es keine Meerjungfrauen auf dem Campus gibt, bin ich im Grunde also der Ranghöchste. Der Höchste. Nun, denn wenn eine Meerjungfrau vor dir auftauchen würde, würdest du ihr Platz machen? In dem Moment, in dem ich ihn fragte, sah ich hoch. Aua! Meine Nase prallte gegen Rays Rücken, weil er plötzlich stehen geblieben war. Bleib nicht einfach so plötzlich stehen.
Ray? Ich machte einen Schritt zurück und sah dann, was ihn gestoppt hatte. Die Schüler machten für jemanden Platz, ein Schüler ging langsam durch den Flur. Das ist Natsume? Eine Mumie. Auch als Natsume Ray sah, versuchte er nicht zur Seite zu gehen. Er ging einfach gerade weiter. Hä? Natsume Gang sah stolz und herrschaftlich aus. Eine Mumie hatte vielleicht nicht den hohen Rang eines Vampirs, aber sie waren wohl auch ranghoch. Gerade als ich das dachte, hörte ich einen anderen Jungen flüstern. Der Typ ist nur eine niedere Mumie. So. Mumien haben auch einen niedrigen Rang. Nun, was geht hier vor? Ihre Blicken trafen sich für eine Sekunde, dann ging Natsume nah an Ray vorbei. Nur in diesem Moment hatte ich mir eingebildet, ihn leicht lächeln zu sehen. Was war das? Die anderen Schüler konnten ihre Überraschung nicht verbergen über das, was Natsume getan hatte, und folgten ihm mit ihren Blicken. Er hat dir keinen Platz gemacht. Hehe. Warum lacht Ray? Warum? Keine Gewalt. Wovon sprichst du? Weil Natsume dir keinen Platz gemacht hat. Ich dachte, dass du ihn umbringen würdest. Wie sollte ich das tun? Erwiderte Ray kurz angebunden und begann weiterzugehen. Hä? Ich blieb für einen Moment verblüfft stehen. Verwarte! Dann eilte ich Ray hinterher, dessen Schritte viel schneller waren. Warte, Ray, ich hab gesagt, warte! Zu langsam, beeil dich. Und wer hat gesagt, dass du mich bei meinem Namen nennen darfst? Aber dein Name ist doch Ray, richtig? Das ist mein Name, aber wer hat gesagt, dass du mich einfach so bei meinem Namen nennen darfst? Nun, dann, wie soll ich dich denn dann nennen? Dann erinnere ich mich daran, wie die Mädchen ihn in der Klasse genannt hatten. Deine Majestät, Ray? Ich glaube, der will uns überraschen. Nicht schlecht. Ich fühle mich recht wohl damit, wenn du mich so nennst. Oh, nein. Ich mag es nicht. Du hast es gerade ganz von alleine gesagt. Aber es fühlt sich zu formell an, dich so zu nennen. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir uns nahe wären. Nun, nur dir werde ich dir die Erlaubnis geben. Eine Erlaubnis für was? Die Erlaubnis für jemanden in der niedrigen Klasse wie dir, mich bei meinem Namen zu nennen. Gott, warum denkt er von sich selbst, dass es so über mir steht? Nebenbei, ich will dich im Voraus fragen. Stimmt es, dass, wenn du jemanden beißt, dass die Person mit deinem Virus infiziert wird? Infiziert? Oh, du meinst sowas wie ein Zombie werden? Natürlich nicht. Wir nehmen Medizin, um die Infektion zu vermeiden. Davon abgesehen, wir beißen nicht. Das heißt, durch die Medizin, egal was passiert, würde keine Infektion geben. Liege ich richtig? Ich denke schon. Dann bin ich erleichtert. In diesem Fall muss ich mir keine Sorgen machen. Sorgen machen? Weswegen solltest du dir Sorgen machen? Weswegen hast du dir Sorgen gemacht? Lass mich dir direkt etwas sagen. Hör zu. Hat einfach meine Frage ignoriert. Du gehörst mir. Was? Wie jetzt? Ich gehöre dir. Was? Ja, eben, was? Hast du es nicht gehört, Idiot? Lass es mich doch mal sagen. Du wirst meine Frau sein. Ich muss es dir zuerst sagen. Und du hast es nicht
Recht, nein zu sagen. Und du hast nicht das Recht, nein zu sagen. Was? Ich hab nicht. Was? Was? Ja, eben, was? Warum ich? Ja, warum ich? Warum sollte ich die deine werden? Und was heißt das überhaupt, deine Frau? Was willst du mit mir tun? Warum wirst du rot? Vor allem bist du wohl recht vulgär. Nun, sag mir, was du gedacht hast. Ich kann tun, was ich will. Was? Ich bin verwirrt. Ray kam mir plötzlich sehr nahe. Ich konnte seinen Atem auf mein Gesicht spüren. Oh, wir haben dein Bild freigeschaltet. Egal, was du sagst, du bist jetzt mein. Ich habe entschieden. Was? Das ist Diktatur. Diktatur ist akzeptiert. Das ist, wer ich bin. Weißt du, was Vampire für eine Rasse sind? Wir können junge und schöne Dinge wie dir nicht widerstehen, auch wenn dein Rang niedrig ist. Dein Aussehen ist erste Klasse. Sprich nicht so über mich, als wäre ich nur ein Gegenstand. Wie oft soll ich noch wiederholen, du Idiot? Du gehörst jetzt mir. Deine Schönheit, dein Blut, alles existiert nur für mich. Aua! Ein scharfer Schmerz breitet sich plötzlich von meinem Nacken aus. Aua! Blut trat aus. Dort, wo er mich gebissen hatte, und er benutzte seine heiße Zunge, um es abzulecken. Ich verlor meine Kraft und fühlte etwas, das ich nie zuvor gefühlt hatte. Nicht. Als ich Wave von der Brust stieß, war meine Kraft weit weg von dem, was ich mir vorgestellt hatte. Aber Ray ließ plötzlich ab. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ich wurde zu Boden gestoßen, erblickte unerträgliche Schmerzen auf Rays Gesicht. Alter, ich hab die Schmerzen, nicht du. Du! Was? Du hast mir wehgetan! Geht's weiter? Wie, das Spiel hängt jetzt. Oh, das war schon? Okay, also das war jetzt die erste Episode, die wir gespielt haben. Und beim nächsten Mal spielen wir dann die zweite Episode. Was ich noch erklären wollte, je oft ich damit reingehe in diesem Spiel, desto mehr Punkte bekomme ich. Und wenn ich die Punkte dann eintausche, kann ich dann immer Episoden freischalten. Und wie ihr seht, ist hier ein normales Ende und ein glückliches Ende. Und je nachdem, wofür man sich dann in der Episode entscheidet, wie der Charakter sich entscheiden soll, kann man sowohl ein normales Ende, ich denke mal, das hat dann nichts mit der Liebe zu tun, freischalten, oder ein glückliches Ende mit der Liebe zu tun. Und wir haben jetzt offenbar auch ein Bild freigeschaltet. Das ist gut, denke ich mal. Wo ist das Bild? Gallery. Wir hatten Ray. So, das Bild hatten wir freigeschalten. Das ist cool. Ja. Mehr wollte ich da nicht. Und ja, das war's dann. Also, bis beim nächsten Mal bei Emperor, die Bewohner der Nuklearheit. Ciao!